Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier einen Werkstattschrank gekauft, gestern auf eBay Kleinanzeigen, für wenig Geld. Und da dachte ich mir, ja, so in grün sieht es nicht verkehrt aus, aber passend zu meiner Werkstatt wollte ich das in grau lackieren. Vorher werde ich aber die ganzen Schließzylinder, die ganzen Schlösser ausbauen. Ich werde hier diese Schilderrähmchen ausbauen, das Ganze anschleifen, neu lackieren und dann hoffen, dass das am Ende gut ausschaut. Ich würde sagen, starten wir mit dem Projekt heute, damit es bis morgen schön trocknen kann und ich das Ganze dann morgen einräumen kann. Aus. So, es ist der zweite Tag. Ihr habt gesehen, was ich alles gemacht habe. Der Schrank ist geschliffen. Überall, wo Lack drauf kommt. Ich habe hier die Rahmen, die habe ich jetzt auch alle schön entrostet und gebürstet. Auch sehr schön geworden. Als nächstes werde ich mit den Lackierarbeiten beginnen. Das mache ich natürlich mit der Rolle. Und ja, fange aber auch mit den Türen an, damit ich die Seitenwände noch frei habe zum Anpacken, wenn ich jetzt das Ganze mal vielleicht umstellen muss oder festhalten muss. Ich fange jetzt erstmal an, den Lack ein bisschen aufzuwärmen, damit der schön flüssig ist und dann fangen wir an zu rollen. Die fummelige Arbeit ist natürlich jetzt hier an den Scharnieren, an den Türen zu arbeiten. Die großen Flächen, die sind ganz einfach zu lackieren. Deswegen fange ich jetzt erstmal hiermit an. Dann kann das nämlich hier schon mal, während das hier trocknet, kann ich dann die größeren Flächen bearbeiten. Die Türen würde ich natürlich gerne ausgebaut. Problem dabei ist, dass die genietet sind. Und ich habe keine Nietzange da, um da nochmal das Ganze mit Nieten zu befestigen. Deshalb mache ich das auf diese Weise. Die dicke Farbe, die trage ich jetzt erstmal auf die Vorderseite, auf die große Fläche. Mit dem Rest, was noch auf der Rolle drauf ist, ganz dünn, oben auftragen. Das reicht nämlich vollkommen aus. Jetzt ist jetzt mal ein bisschen. Ja, passt. Wunderbar. Immer darauf achten, dass da keine Läufer drin sind.
Aber das sieht schon mal ziemlich gut aus. Machen wir hier die Seitenwand. Das ist viel, viel einfacher, als da die Ecken und Kanten an den Türen zu lackieren. Und immer wieder ab und zu mal gucken, ob da irgendwelche Läufer drin sind. Solange es frisch ist, kann man noch mal drüber gehen und diese Nasen platt rollen. Zwischenzeitlich habe ich mir die Hände gewaschen. Ich hatte nämlich diese blöde Farbe an den Fingern. Ist zwar noch nicht alles ab, aber ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Drumherum, oben wie an den Seiten, auf der Rückwand ist jetzt überall gestrichen. Innen habe ich jetzt erstmal gelassen. Das wird erst später gemacht. Ich habe nämlich etwas Lack übrig. Wie lange ich das trocknen lasse? Minimum 3 Tage. Ja, soll auf jeden Fall schön trocken sein, durchtrocknen. Gerade bei den Temperaturen dauert es sowieso etwas länger. Was ich noch zu dem Lack sagen möchte, ist, dass das, ja, das ist ein Anthrazitgrau Metallschutzlack 3 in 1. Ein Rostschutz, Haftgrund und Decklack, ja, auf Kunstharzbasis. Das ist so ein seidenmatter Lack. Der Glanz, den ihr jetzt gerade seht, der wird natürlich in den nächsten Tagen verschwinden. Das wird eine matte Oberfläche bekommen. Und ja, wenn das alles fertig ist, denke ich mal, dass ich dann die Schlösser wieder einsetzen kann, die Rahmen, diese kleinen Rahmen, die ich schon fertig gemacht habe, auch die werde ich einsetzen. Jetzt heißt es erstmal warten, gucken, wie es am Ende aussieht. Und wenn es dann komplett fertig ist, werde ich dort meine Öle, meine Lacke und die ganzen, ja, Verdünnung und der ganze Kram, der ganze brennbare Stoff sozusagen dort eingelagert. Und dafür habe ich dann später in dem anderen Regal, hier an dem Regal, habe ich dann auch noch jede Menge Platz, den ich dann für andere Dinge nutzen kann. Ja, dann würde ich sagen, erstmal 3 Tage warten, dann seht ihr mich gleich wieder. So, nach 3 Tagen ist jetzt der Lack schön trocken und wir können die einzelnen Teile jetzt montieren. Drücken das rein. Als nächstes unser Schloss. Drehen das mal um. Nehmen die Klammer. Alles klar. Was man alles mit frischer Farbe anrichten kann, das sehen wir hier. Es ist nicht die perfekte Lackierung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mit der Rolle hat das wirklich super funktioniert. Ich habe wirklich überwiegend schöne, gerade oder schöne, saubere Flächen, bis auf ein, zwei Stellen. Da habe ich leichte Farbläufer drin, aber das fällt gar nicht auf. Ihr habt gesehen, dass ich die kleinen Rähmchen auch schön ordentlich gebürstet habe. Das passt auch sehr, sehr gut zu dem Farbton. Die Schlösser mal kurz noch ein bisschen eingeschmiert, funktioniert einwandfrei. Das Ganze kommt demnächst in die andere Hälfte meiner Werkstatt, die ich ja aktuell noch so, ja, langsam einrichte. Dort kommen meine Öle und Lacke rein. Dafür ist das nämlich gedacht gewesen, dass ich die Gefahrenstoffe separat lager und schön verschließen kann. Ich würde euch empfehlen, nicht sofort wegschmeißen, gerade sowas, das ja eigentlich noch weitere 10, 15, 20 Jahre halten kann. Einfach nochmal ein bisschen drüber schleifen, neuen Lack drauf, alles einschmieren, dann sieht das wirklich wieder tipptopp aus. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dann. Tschüss.